aus meiner Sicht, hier passt kein Flüchtlingsheim hin. Das ist wirklich eine Insel der Glückseligen. Womit man sich wirklich sehr beschäftigen muss, ist die Altersarmut. Dicke Villen, tolle Vorgärten, teure Autos. Das ist so mein erster Eindruck, wenn ich hier durch die Lindenstraße in München laufe. Hier habe ich das Gefühl, die Welt ist noch in Ordnung und große Probleme scheint man hier, glaube ich, nicht zu haben. Dennoch frage ich mich, was für Wünsche haben die Menschen, die hier leben, gerade an die Politik? Das will ich heute hier herausfinden. Hallo, grüß Gott, guten Tag. Mein Name ist Nadia Kailuli von Spiegel Online. Wohnen Sie hier? Und ich bin hier gerade mit meinem Team in der Lindenstraße unterwegs. Grüß Gott, hallo. Fühlen Sie sich in Deutschland gut aufgehoben? Du, ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben das ziemlich gut in Deutschland. Im Vergleich zu anderen Ländern momentan, ich glaube, es ist wirklich eine Insel der Glückseligen. Haben Sie 2 Minuten Zeit für mich? Wen wählen Sie denn? Sagen Sie, wohnen Sie hier in der Lindenstraße? Nee? Wohnen ja. Sie hier? Echt? Ganz kurz, wie fühlen Sie sich denn in der Lindenstraße? Es ist die schönste Straße Deutschlands, aus meiner Sicht, mitunter. Zumindest in München. Also ich muss jetzt echt abbrechen, weil wir müssen jetzt zur Übergabe vom Haus. Okay, toi toi toi. Also viel Erfolg. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Oh. Oha. Und wir machen hier eine kleine Umfrage, wie denn das Leben in der Lindenstraße ist. Und da wollte ich Sie fragen, ob ich Sie vielleicht ganz spontan besuchen darf. Dürft ihr, habt ihr Glück. Gibt es denn was bei Ihnen ganz persönlich, was sich verändern soll durch die Bundestagswahl? Haben Sie da einen Wunsch? Ja, womit man sich wirklich sehr beschäftigen muss, ist die Altersarmut. Nicht nur, weil ich jetzt alt bin, sondern generell. Also ich habe schon vor Jahren Frauen gesehen, die nachts um 4 mit dem Kopftuch auf heimlich Flaschen gesammelt haben, weil sie sich geschämt haben dafür, aber einfach das Geld brauchten. Das kann es nicht sein. Hallo. Komm aber wieder. Ja, ich mache ihn kurz auf. Danke. Grüß dich, ich bin Nadja von Spiegel Online. Philipp. Hallo Philipp. Es ist ja toll, dass du die Tür aufgemacht hast. Wie fühlst du dich in Deutschland? Es sollte definitiv mehr Wert darauf gelegt werden in die Zuwanderung. Also derjenige, der dann sich hier nicht angemessen verhält und dann auch irgendwie mehrfach auffällig wird, der sollte dann einfach auch direkt abgeschoben werden. Ich finde, dass halt die Deutschen mehr Unterstützung bekommen, blöd gesagt, als die Kinder, die von woanders kommen und auch Hilfe brauchen. Ein paar Häuser weiter soll jetzt eher ein Flüchtlingsheim untergebracht werden, als dass dann doch der Kindergarten errichtet werden soll. Also aus meiner Sicht, hier passt kein Flüchtlingsheim hin. Das heißt, wenn hier ein Flüchtlingsheim kommen sollte, würdet ihr euch dagegen stellen? Es gibt schon eine Petition. Wir haben für den Kindergarten unterschrieben. Ich bin mir sicher, ihr gebt eure Stimme ab, oder? Auf jeden Fall. Sicherlich. Alles du denn auch? Ich meine auch. Ich auch für meine Richtigen. Also macht's gut. Ciao. Ciao. Hätten Sie da Zeit und Lust? Ja, dürfen wir reinkommen? Ja. Was würde ich mir von der Politik wünschen? Also, dass da noch mehr Unterstützung kommt. Also, wenn junge Leute sich dann auch entscheiden, nach Hause zu kommen oder sich um die eigenen Eltern zu kümmern, dass es da dementsprechend dann nochmal Unterstützung geben könnte oder dass noch mehr verstärkt wird. Ich kann mir vorstellen, viele würden das auch tun. Ich denke mir, dass man sowas einführen muss wie mit dem Geld für die Erziehung der Kinder und dass sie keine Nachteile haben dadurch. Vielen Dank, tschüss. Was mich wirklich überrascht hat, damit habe ich nämlich nicht gerechnet, ist, dass es hier schon eine politische Vielfalt gibt, dass es jetzt hier nicht den ganz klassischen konservativen Block gibt. Damit hätte ich nämlich eher gerechnet. Aber man bleibt sich dann eher treu, was den Autogeschmack betrifft. Da sind sie sich dann zumindest hier in der Ecke einig.